Der Technical Doctor ist wieder auf Sendung. Hallo und ich grüße dich wieder zu einem neuen Tutorial. Heute geht es mal wieder um das Thema Patches von Microsoft. Vor einigen Tagen hat Microsoft einen Patch veröffentlicht, ein Sicherheits-Patch-Update. Und ja, bei einigen Usern, die dann Dinge drucken wollen, gab es dann den sogenannten Blue Screen of Death. Also sprich, das System ist abgestürzt. Und zwar jedes Mal, wenn sie gedruckt haben. Und das betrifft die Patches KB5 dreimal die 0802 und KB5 dreimal die 0808. Wenn du diese Patches installiert hast, einer von den beiden, und wenn du beim Drucken dann massive Probleme hast, dass dein Windows-Rechner abstürzt, dann bist genau du auch davon betroffen. Und darum zeige ich dir jetzt hier in dem Video, wie du diesen blöden Patch loswirst. Dazu gehst du hier auf Start, gibst ein Update und klickst auf Nach Update suchen. Dann macht sich das Feld auf, das kennst du bestimmt schon, wenn du Updates suchen möchtest. Das wollen wir aber nicht, sondern wir sagen Update-Verlauf anzeigen. Dann öffnet sich eine neue Maske und hier siehst du jetzt die Patches, die installiert wurden. Ich habe zum Beispiel den KB5 3.0802 drauf. Mich betrifft es aber nicht, also mein HP-Drucker ist davon nicht betroffen. Deswegen sagen wir einfach hier Updates deinstallieren. Und wie gesagt, wenn du das jetzt in der Übersicht nicht siehst, kannst du auch eingeben KB5 und dann 123.802 zum Beispiel. Dann taucht er bei mir auf. Der 802, weil ich drauf habe. Wenn du natürlich den 808 hast, das betrifft, glaube ich, die Windows-Version 19.09, dann müsste der 808er bei dir auftauchen. Ich mache das jetzt mal hier gerade. So, und dann klickst du hier drauf und sagst mit der rechten Maustaste deinstallieren. Und schon wird dieser Patch deinstalliert. Wie gesagt, ich muss das jetzt nicht machen, weil ich zum Glück keine Probleme habe mit meinem HP-Drucker. Ich kann aber auch nicht wirklich zu 100% sagen, dass alle HP-Drucker davon nicht betroffen sind. Aber wie gesagt, das ist die einzige Möglichkeit, wie du halt diesen Patch jetzt loswirst, damit du in Zukunft wieder drucken kannst. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und du hinterlässt wieder einen Daumen nach oben. Über ein Abo würde ich mich freuen und in die Kommentare kannst du auch fleißig kommentieren. Ich antworte in der Regel sehr zügig. Bis dahin, ciao.